Du stehst bei der beidhändigen Rückhand am Ende des Schlages, einem Golfabschlag, relativ ähnlich, nahezu frontal zum Netz. Was geht ab, lieber Tennisfreund? Du bist wieder bei meintennisgame.de. Mein Name ist Markus und im heutigen Video will ich dir meine goldenen Tipps für die beidhändige Rückhand verraten. Bleib dran, es wird spannend und es wird vor allem total simpel nachzuvollziehen und es wird dir helfen. Also, bis gleich. Wenn dich das Thema Tennis online lernen, Tennis online verbessern interessiert und du jemand bist, der diesen Kanal schaut, aber nicht abonniert, dann sei doch so nett und abonniere den Kanal, weil ich gebe mir riesengroße Mühe. Also das, ich glaube, das kann man mir abkaufen. Ich gebe mir riesengroße Mühe und jedes Abo, jeder Abonnent, jeder Subscriber, jeder Zuseher, der abonniert, ist jemand, der mir hilft, weiter zu wachsen. Das führt dazu, dass die Videos woanders mehr vorgeschlagen werden, dass es noch mehr wachsen kann. Und das würde mich sehr freuen, wenn du das machen könntest, wenn du abonnieren würdest und die Glocke aktivierst. Ja, goldene Rückhandtipps für die beidhändige Rückhand. Wie du sicherlich weißt, bin ich kein Fan von Technik-Checkpoints und von isolierten Bewegungsübungen, sondern ich bin ein Freund davon, alles ganzheitlich zu lernen von Anfang an. Und habe damit die letzten 20 Jahre eigentlich die besten Erfahrungen gemacht. Und in diesen 20 Jahren haben sich bestimmte Bilder ergeben, die ich mir so über die Zeit ausgedacht habe, die super funktioniert haben. Also mit diesen Bildern konnten die Schüler am schnellsten arbeiten und konnten am schnellsten begreifen und fassen und sich visuell auch vorstellen, wie der Schlag funktioniert. Denn, und das habe ich auch schon mal in einem anderen Video gesagt, wir Erwachsene, wir neigen ja dazu, alles zu theoretisieren, zu verwissenschaftlichen, statt es zu tun. Kinder lernen ganz anders. Kinder gucken, Kinder kopieren, Kinder spiegeln. Und das solltest du im Prinzip auch tun. Also das beste Lernen ist immer noch das Visuelle. Also guck dir etwas ab. Und wenn du nicht dir was abgucken kannst, dann stell es dir so bildlich vor, dass du das in eine Bewegung übersetzen kannst. Und genau das will ich jetzt für dich machen. Ich will dir Bilder mitgeben, die du in eine Bewegung übersetzen kannst. Ja? Und das erste Bild bei der beidhändigen Rückhand für die Außenbewegung ist Zuckertüte. Das Bild gab es schon mal bei einem anderen Schlag, bei der einhändigen. Ne? Wenn du hier zu sehr die Ebene kippst und der linke Arm trotzdem oben ist, dann ist das Bild Zuckertüte ganz gut. Und das gleiche gilt für die beidhändige Rückhand. Ne? Wenn du ausholst, dann willst du, dass der Schläger Momentum aufbaut, also dass die Gravitation für dich arbeitet und du willst, dass der Schläger von oben kommt, dass du hier dann eben diese von oben nach unten Bewegung machen kannst. Und deswegen Zuckertüte und auch gleichzeitig, ja, wenn wir hier nämlich hier zu eng dran sind und so ausholen, wieder auch leicht Rasierklinge hier unterm linken Arm. Ja, stell dir vor, du hast eine Rasierklinge unterm Arm, dann ist für dich ganz klar, wenn du hier rangehst, dann schneidest du dir alles auf und verblutest jämmerlich. Entschuldige bitte wieder dieses martialische, brachiale Bild. Aber Rasierklinge führt eben dazu, dass du hier eben den linken Arm ein bisschen oben hast und dass die auch automatisch, dass der Schläger auch hier nach oben kommt. Und das willst du ja. Du willst ja bei der Außenbewegung hier Momentum aufbauen und dass du dann von hier die Gravitation wirken lässt. Ich will an der Stelle noch mal kurz was einschieben. Und zwar arbeite ich ja momentan sehr viel mit Schülern online zusammen und transformiere deren Grundschläge, ob Vor- oder Rückhand. Und ich wollte dich mal fragen, wenn du mit mir zusammenarbeiten könntest, was wäre denn für dich am interessantesten und auch wünschenswertesten? Also würdest du gerne mit mir online was zusammen erarbeiten oder hättest du Bock, mich offline im echten Leben auf dem Platz zu sehen? Ich würde das mal als Option unten in der Kommentare gerne gewusst haben. Das heißt, gib mal bitte dort in der Kommentarspalte ein, online 2 Tage oder 5 Tage. Dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich, online, du willst nur online mit mir arbeiten, 2 Tage, wir sind mal an einem Wochenende zusammen und ich booste deine Technik auf Level oder 5 Tage Full Intensive, Full Power Technik Bootcamp, dass du danach als Topspin-Strahler wieder nach Hause fährst. Schreib mir das mal gerne in die Kommentare, würde ich mich krass freuen, wenn du da mal so ein Feedback gibst und jetzt geht's weiter hier. Und ähnlich auch wie bei der einhändigen Rückhand haben wir für die Bewegung von unten nach oben, also wenn wir über den Ball hier drüber wollen, dann gibt es ja den Weg von hier nach hier. Und da habe ich wieder dieses
dieses Beispiel mir rausgesucht, Baseball. Passt eigentlich nicht so richtig, weil beim Baseball wir mehr in der Ebene links-rechts ballern. Aber es ist eben dieses Bild, wenn wir uns vorstellen, dass wir den Baseball nach schräg oben rechts schlagen, also hier boom, nach da oben, dann habe ich die Erfahrung gemacht, wenn jemand von oben ausholt und er nach rechts oben schlagen soll, dann wird er selten so machen, sondern er wird eher von unten nach oben spielen. Und wenn du hier von unten nach oben spielst, dann kriegt der Ball diesen Spin. Als zweites Bild würde ich hier auch immer wieder dieses Gondoliere-Bild verwenden, also als jemand, der hier wieder rudert, ja, dass du von hier, ja, von dieser Bewegung hier nach unten kommst. Das ist wieder diese hier unten das Paddel oder wie man es nennt, für die Gondel. Und dann geht es von hier Gondoliere Venedig von oben nach unten über den Ball. Und als letztes Bild für die Beidhändige. Ja, also es ist einem Golfabschlag relativ ähnlich. Ich habe mal mit einem sehr guten Tennisspieler gesprochen, der auch sehr gut Golf spielt. Der sagt auch, das hat ganz viele Ähnlichkeiten. Und wenn du dir vorstellst, du musst einen Golfabschlag machen, ja, und du holst hier aus und du ballerst das Ding darüber direkt aufs Grün, dann ist es eben wie ein Golfschlag. Und beim Golfschlag ist eben sehr signifikant, dass du hier, ich muss mal hier das Mikro auf die andere Seite, signifikant, dass du hier den Oberkörper krass mitdrehst. Und das ist eben auch einer der wesentlichen Unterschiede zwischen der einhändigen Rückhand und der beidhändigen Rückhand. Du stehst bei der beidhändigen Rückhand am Ende des Schlages nahezu frontal zum Netz. Ja, also du drehst viel mehr den Körper mit und dein rechter Ellenbogen, der kommt schön raus, eben wie beim Golf. Und der Schläger, der kommt hinten rein ins Kreuz, ja, sodass du wirklich hier hinten reinklappst. Ich persönlich finde die einhändige Rückhand wesentlich ästhetischer. Denke aber auch, dass die Beidhändige ja schon doch mehr Vorteile hat, weil du eben als Beidhänder mit beiden Händen viel mehr Bälle, die in Schulterhöhe sind, kontrollieren kannst und drücken kannst und aus der Defensive einfach noch mehr machen kannst als Einhänder. Deswegen üb gern auch die Beidhändige, auch wenn ich persönlich die Einhändige schöner finde. Die Beidhändige ist auch ein geiler Schlag auf jeden Fall, ne? Also, ich fasse nochmal alle Bilder zusammen. Fürs Ausholen, Rasierklinge, Zuckertüte. Ja, Zuckertüte deswegen, wenn die Zuckertüte nach unten geneigt ist, fallen alle deine Süßigkeiten raus. Deswegen, du willst die Süßigkeiten behalten. Die Zuckertüte bleibt oben. Gondoliere hier, um von hier nach hier zu kommen. Oder eben auch Baseball hier nach oben schlagen. Jim Courier hatte so eine kleine Baseball-Rückhand. Ja, und als drittes Bild Golfabschlag, rechter Ellenbogen kommt eben schön raus. Ja, der Schläger ist hier hinten drin. Das sind so meine Go-To-Bilder für die beidhändige Rückhand. Funktioniert fast immer. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, wie gesagt, würde ich mich über ein Abo freuen. Teil das Video mit deinen tennisverrückten Kumpels und Kumpelinen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao, Markus von meinem Tennis Game.